Die Arbeiten in unseren Videos werden durch einen Fachmann ausgeführt. Alle Erklärungen sowie Durchführungen sind lediglich eine Empfehlung der Anbieter. In diesem Video möchten wir Ihnen die Installation Ihrer Spülmaschine zeigen. Packen Sie das Gerät zuerst aus und ziehen Sie die Folie ab. Nehmen Sie dann das Zubehör aus dem Waschraum. Sie können nun die Tür so einstellen, dass diese korrekt schließt. Prüfen Sie dann, ob sich die Spülarme frei bewegen können. Kontrollieren Sie dann die Filter auf korrekten Sitz. Wenn Ihr Gerät über einen Entkalker verfügt, befüllen Sie diesen nun mit Salz. Überprüfen Sie, welchen Stromanschluss das Gerät benötigt. Schließen Sie den Zulaufschlauch am Gerät an und öffnen Sie die Wasserzufuhr. Installieren Sie dann die Schläuche für Klarspüler und Spülmittel. Achten Sie auf die maximale Höhe des Ablaufs. Schlagen dies hierzu in Ihrer Anleitung nach. Schalten Sie jetzt die Stromzufuhr und das Gerät ein. Sie können die Dosierung an die Wasserhärte anpassen. Die Pumpen sollten alle 4 bis 6 Monate gewartet werden.